Moin, moin, ihr Lieben. Der August ist schon wieder vorbei und das heißt, es ist mal wieder Zeit für einen neuen Lesemonat. Bevor ich euch gleich meine gelesenen Bücher zeige, möchte ich natürlich erstmal zur Statistik kommen, zu den Zahlen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und zwar darf ich euch gleich 7 Bücher in die Kamera halten. Ich habe 6,5 gelesen. Das macht 2023 Seiten im Monat und circa 65 Seiten pro Tag. Das ist echt gut ausgefallen, gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Denn ich habe ein paar Neuzugänge bekommen. Darunter waren sehr dünne Bücher und auch Graphic Novels. Die werde ich euch gleich zeigen, weil ich sie halt auch gleich dann schon gelesen habe. Deswegen ist es doch ein bisschen besser geworden, besser ausgefallen, weil der Monat hat eigentlich relativ mau begonnen, nicht so viel gelesen und dann am Ende hin ist es dann nochmal, ja, nochmal angezogen. Ich habe 5 Neuzugänge bekommen und somit ist auch mein Sub etwas gestiegen. Aber dadurch, dass ich sie alle schnell schon gelesen habe, ist es nur einer mehr als letzten Monat. Also ich hatte letzten Monat 25 Bücher auf meinem Stapel ungelesener Bücher und jetzt sind es 26. Klar, eigentlich möchte ich sie so langsam abarbeiten, aber ich finde, einer mehr ist nicht so schlimm. Deswegen kommen wir darüber hinweg. Und jetzt wollen wir auch gleich anfangen. Ich versuche das mal chronologisch zu machen. Liegen natürlich anders, als ich sie gerne hätte. So. Und zwar habe ich angefangen mit Emma von Jane Austen. Mein erster Jane Austen zusammen in einer Leserunde mit anderen Booktubern und mit anderen Leseratten. Und ja, ich habe mich auch wirklich gefreut und war auch sehr überrascht, dass ich sehr, sehr schnell gleich reinkam in die Geschichte, weil es sehr, doch sehr einfach geschrieben ist oder verständlich geschrieben ist, so im Vergleich zu anderen älteren Klassikern, wo man dann ja jede Seite noch zweimal lesen muss. Nee, hier war das relativ ein einfacher Einstieg, aber dann irgendwann hat es mich nicht so richtig gepackt und wir hatten eigentlich so 50 Seiten pro Tag gesagt, aber da bin ich nicht so richtig hinterhergekommen. Deswegen habe ich die anderen erstmal ein bisschen vorauspreschen lassen und habe das Buch dann zu meinem Zweitbuch gemacht, dass ich dann etwas anderes gelesen habe und jeden Tag immer ein Kapitel. Aber irgendwann ab der Hälfte, da konnte es mich dann wieder fesseln. Ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht lag es auch daran, dass mich das Buch wirklich so lange begleitet hat und dass man es dann doch intensiver gelesen hat und ja, dass es einfach ein Begleiter war, den man immer an seiner Seite hatte, bis wenn die Figuren sehr ans Herz gewachsen sind. Aber vielleicht war es dann doch auch das Buch, denn ich war sehr überrascht, dass es hier nicht um kitschige Liebesgeschichten geht, sondern auch sehr ironisch vonstatten geht, man sogar schmunzeln musste und auch Gesellschaftskritik enthalten hatte. Hier geht es halt um Emma Woodhouse, eine Tochter aus wohlhabendem Hause, und sie liebt es, die Geschicke anderer Leute zu lenken und zu manipulieren. Am liebsten stiftet sie Ehe, sie sieht halt Verbindungen zwischen zwei Leuten und möchte diese zusammenbringen. Und sie tut das auch nicht aus bösem Willen, sondern hat auch immer Gutes im Sinn. Nur leider kommt es dadurch dann auch zu viel Komplikationen und zu Missverständnissen und sie muss halt einsehen, dass daraus nicht immer Gutes entsteht, wenn sie immer irgendwo überall ihre Nase hineinsteckt. Und sie selbst möchte nicht heiraten, sie hat sich auch noch nie verliebt. Und ja, sie begleiten wir halt dabei, wie sie hier halt versucht, alle Leute zu lenken und lernen halt ihre Familie kennen und ihre Nachbarn. Und besonders Augenmerk wird halt hier auf die Figuren gelegt, nicht so sehr auf die Handlung, sondern auf die Gespräche zwischen den Figuren. Und eine Zuschauerin hat mal geschrieben, dass ja, man immer denkt, dass die Autorin uns hier zwischen den Zeilen zuzwinkert, weil sie immer so ironisch schreibt. Und ich finde, das war sehr, sehr passend und so sehe ich das auch. Das Buch hat mir wirklich gut gefallen. Ich würde dem 4 Sterne geben. Wegen der Längen vorne an, dann halt einen Stern abziehen. Das Ende war dann doch etwas kitschig, aber gut, irgendwie passte es dazu und ich musste immer wieder schmunzeln und mir sind die Figuren echt ans Herz gewachsen. Als nächstes, beziehungsweise währenddessen, habe ich mir halt was ausgesucht, was mich wieder aus dieser Leseflaute rausholt und was man so wirklich wegsuchten kann. Und was passt da besser als Harry Potter? Ich bin jetzt beim 3. Band und der Gefangene von Azkaban, weil ich die Reihe ja nochmal lese. Zum 5., 6., 7. Mal, weiß ich gar nicht genau.
Und ja, muss ich nicht viel zu sagen. Ne? Diese Ausgabe ist wunderschön. Es ist halt die Ausgabe, wo am Buchschnitt immer ein Zauberspruch draufsteht. Hier ist es Expecto Patronum. Ja, passenderweise zum Inhalt. Einer meiner Lieblingsbände mit Sirius und den Rumtreibern. Ganz, ganz klasse. Dann habe ich noch einen Klassiker gelesen, diesmal ein Kinderbuchklassiker, und zwar Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett. Habe ich zusammen mit der lieben Claudi gelesen und wir wollten das gerne noch im Sommer schaffen, und weil wir dachten, das passt auch ganz gut, und das passte auch wirklich sehr gut. Hier geht es um das Waisenkind Mary, die nach dem Tod ihrer Eltern zu ihrem Onkel geschickt wird, und der hat ein Riesenanwesen, im Grunde ein Schloss mit 1000 Räumen und verbotenen Gängen und verschlossenen Türen. Außerdem ein Riesenanwesen um das Gebäude herum mit ganz tollen Gärten, und es gibt halt ein Gerücht um einen geheimen Garten. Und diesen geheimen Garten entdeckt Mary. Und Mary ist ein sehr, sehr verstocktes, verwöhntes Girl. Und als sie da hinkommt, hat sie wirklich überhaupt keine Freunde und ist ja unglaublich unsympathisch. Doch in diesem Garten, in dieser Umgebung, ja, wacht sie langsam so auf und blüht auch auf. Und ja, es passt halt auch irgendwie so zu dem Garten. Sie ein bisschen Gartenarbeit und sie findet Freunde und erlebt Abenteuer. Es fängt auch sehr, sehr düster an, womit ich nicht gerechnet habe. Also es ist gar nicht so lieblich und süßlich, jedenfalls zu Anfang nicht, wie ich das dachte. Es ist jetzt nicht so eine zauberhafte Geschichte. Also zu Anfang war es sehr, sehr düster, und auch, dass Mary eigentlich so gleich sympathisch ist. Dann geht es aber immer mehr bergauf, und das ist eigentlich auch so mein größter Kritikpunkt. Es geht alles sehr, sehr glatt. Also von da an, wo zu Anfang sind die Probleme, und dann geht es aber immer wieder bergauf, und was auch schön ist mitzuerleben, aber es hätte nochmal einen Knackpunkt geben können, wo auf einmal ein Problem ist und wo es dann nochmal spannend wird. Und ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt, und außerdem war hier ja zum Schluss von einem Zauber die Rede. Ja, das fand ich ein bisschen zu pathetisch und ein bisschen zu albern irgendwie. Das passte hier nicht rein. Ich finde diese Aussage, Freude am Leben wieder zu haben und rauszugehen an die Natur, um damit Lebensfreude zu gewinnen, das hätte gereicht, da hätte es nicht irgendwie noch irgendwie einen Zauber geben sollen, an den alle Leute glauben, und irgendwelche Rituale und so. Das fand ich ganz, ganz seltsam. Deswegen würde ich schon 2 Sterne dafür abziehen, für die beiden Kritikpunkte, und dem Buch 3 Sterne geben. Aber wie gesagt, diese Aussage hinter dem Buch finde ich ganz, ganz toll. Und es sind halt auch so ein paar verschenkte Ideen gewesen. Also man hätte noch so viel daraus machen können. In diesem Haus gab es so viele verschiedene Räume, da hätte sie noch so viel entdecken können. Und ja, da ist sie irgendwie kaum umgegangen. Man hätte das noch ein bisschen spannender, mystischer machen können. Am Anfang waren halt so 2 Mysterien, 2 Geheimnisse, die wurden ganz, ganz schnell aufgedeckt, und dann ja, war es einfach ein bisschen langweilig, denn und es wurde nicht mehr so richtig spannend. So, dann habe ich ein Fantasy-Buch gelesen, und zwar ist das ein Rezensionsexemplar. Eine magische Weltgeschichte, die 8 Zepter von Marco Wagner. Ich wurde nämlich von dem Autoren angeschrieben, und der hat gefragt, ob ich dieses Büchlein nicht mal lesen möchte und rezensieren, weil ich doch gerne High Fantasy lese, und mir hat sowohl das Cover als auch die Idee dahinter gut gefallen. Deswegen dachte ich, ja, schick mir das doch gerne mal zu, ist ja auch nur so ein dünnes Büchlein. Deswegen dachte ich, schiebe ich das einfach mal so dazwischen. Und ja, es geht hier halt um einen jungen Mann, der ohne Erinnerung in einer fremden Welt aufwacht, und er weiß halt nicht, woher er kommt, er weiß nicht, wie er heißt, und ja, im Grunde gar nichts. Er weiß nur, dass diese Welt fremd ist, weil in seiner Welt, wo er herkommt, gibt es keine 2 Monde, 2 Sonnen und halt magische Fabelwesen, die dort auf der Welt leben. Diese Welt wird regiert von dem Rat der Propheten, die mit Hilfe von 7 Zeptern halt diese magische Welt lenkt. Aber es gibt so langsam Probleme auf dieser Welt. Die Welt fängt langsam an zu bröckeln, und es gibt eine Legende, dass sich um das 8. Zepter ringt, genauso wie um einen Retter, um einen Helden, der
mit diesem achten Zepter umzugehen weiß. Ich finde, hier gibt es viele tolle Ideen und der Ansatz ist wirklich gut, aber mich hat das Buch letztendlich doch enttäuscht. Die Figuren blieben sehr, sehr blass. Es war zwar viel passiert, es muss ja irgendwie dann auch schnell vorangehen bei den wenigen Seiten, aber ich fand manches unlogisch, manches nicht nachvollziehbar. Ich werde auf jeden Fall noch eine Rezension dazu drehen, weil es ja auch nur mein Rezensionsexemplar ist, aber leider kommt es nicht über diese 2,5-Sterne-Grenze hinaus. Also wer mehr erfahren möchte, klickt sich in die Rezension, die es jetzt noch nicht gibt, aber die ich dann, sobald ich sie gedreht habe, verlinken werde. Dann kommen wir jetzt zu den erwähnten Graphic Novels. Ich habe nämlich den Carlsen Verlag angeschrieben, ob sie mir vielleicht Graphic Novels empfehlen können, weil ich mich da ein bisschen reinlesen möchte und mich das sehr interessiert. Und da habe ich zunächst, weil ich das schon bei anderen gesehen habe und mich diese Thematik sehr interessiert, Alysik angefragt, der erste Band einer vierteiligen Reihe und dieser heißt Herbst. Wie man sich denken kann, heißen die anderen Bände dann Winter, Frühling und Sommer. Und ja, von H. Rufflet und H. Vogt. Und das ist eine Dark Romance Mystery Serie. Handelt von einem Mädchen, die gestorben ist und als Geist auf einem Friedhof wieder aufwacht und jetzt erstmal damit klarkommen muss, dass sie gestorben ist. Sie bekommt Besuch von anderen Geistern, die dort auch auf dem Friedhof leben und ihr dann verklickern möchten, dass sie gestorben ist und sie jetzt nun erstmal dort auf dem Friedhof ihr Dasein fristen muss und zwar warten muss, bis der Tod entscheidet, in welches Todesreich sie nun geleitet wird. Ja, und dort lernen wir dann erstmal die Figuren kennen und Alysik selbst und die Umgebung. Ich muss sagen, die Zeichnungen, die sind hier farbig, haben mir unglaublich gut gefallen. Sehr atmosphärisch, Farben, also sehr, sehr kräftige Farben und trotzdem ja, nicht zu bunt, sondern es hat alles gut gepasst. Jede Seite ist eine Farbe so angepasst. Ganz, ganz toll. Allerdings hat so ein bisschen der Inhalt zurückgestanden. Es hätte tiefsinniger sein können und ich finde auch, das war keine runde Geschichte. Es hört einfach in der Mitte auf. Es hat noch nicht mal, würde es noch nicht mal Cliffhanger nennen, weil es einfach auch keine runde Story ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Es hätte entweder alles zusammengefasst werden können, die vier Bände, oder man hätte noch mal eine richtige Story draus machen können, dass jedes einzelne Buch irgendwie eine Story hat. Ich weiß aber nicht, wie es in den Folgebänden wird. Vielleicht wird es da ja besser. Trotzdem hat mir das sehr, sehr gut gefallen. 3,5 Sterne würde ich dem Ganzen auf jeden Fall geben. Wird auch jeweils eine Rezension zukommen zu den Graphic Novels. Nun ein ganz anderes Thema. Und auch ganz anderer Zeichenstil ist Barfuß durch Hiroshima, Kinder des Krieges, auch der erste Band einer vierteiligen Reihe von Kaiji Nakazawa. Hier geht es um eine Familie, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges in Japan lebt und die halt auch das Unglück, die Atombombe in Hiroshima miterlebt. Es wird eher so der Alltag beleuchtet von den verschiedenen Familienmitgliedern, von den Kindern, von den Eltern, wie schwierig es ist, Nahrung zu bekommen. Das ist halt diese Nahrungsknappheit und die Gewalt, diese Korruption und dass man das alles den Soldaten auftischt. Denn diese Propaganda besonders, weil der Vater ist halt der Meinung, dass Krieg im Grunde eigentlich der Auslöser all der Probleme ist und nicht die Lösung ist. Und er spricht diese Gedanken halt auch laut aus. Deswegen wird er als Verräter abgestempelt und seine ganze Familie hat darunter auch zu leiden. Und ja, dieses Thema wird halt auch behandelt, ob man dann lieber still sein sollte und damit seine Familie schützt oder ob man ja diese Gedanken aussprechen sollte und zu seiner These stehen sollte. Es ist ein sehr, sehr einfacher Zeichenstil und trotzdem sehr einnehmend, natürlich sehr bedrückend und traurig, aber es ist jetzt schwarz-weiß gezeichnet, aber es hat hier auch sehr viel Witz und gerade das, muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Also es ist vielleicht auch eher für Kinder, vielleicht ist es deswegen, damit es noch ein bisschen spannend und lustig bleibt, vielleicht ist es auch einfach dieser japanische Zeichenstil, weil dauernd wird irgendjemanden einen auf den Dötz gehauen und
Ja, das hat mich sowieso gestört, dass gerade der Vater, der ja so für Frieden einsteht und diese Gewalt im Krieg nicht mag, dass der dauernd seine Kinder schlägt. Ja, und jeder prügelt sich irgendwie mit jedem. Also ja, das finde ich, hätte bei diesem Thema einfach nicht sein gemusst. Klar, dass die Gewalt hier rüberkommen soll, aber nicht diese alberne Gewalt. Ja, das hat mich ein bisschen genervt. Aber ansonsten, besonders das Ende fand ich nochmal richtig. Ja, beeindruckend klingt jetzt vielleicht falsch, aber sehr, sehr einnehmend und dramatisch. Und besonders interessant finde ich es halt, weil auch der Autor das sehr autobiografisch darstellt. Wenn man hinten ein bisschen biografische Daten von ihm liest, dann merkt man, dass er im Grunde das alles miterlebt hat und dass es auch seine Familie hätte sein können, die er nun beschreibt. Ja, das ist das. Und als letztes kann ich euch das Buch zeigen, was ich begonnen habe, aber nicht geschafft habe, fertig zu lesen. Und zwar ist das das Tagebuch der Ellen Rimbauer, Mein Leben auf Rose Red. Es durfte am Ende des Monats nämlich nochmal ein bisschen gruseliger zugehen, ein bisschen in die Richtung Horror gehen. Und auf dieses Buch habe ich mich schon lange, lange gefreut. Es ist nämlich die Vorgeschichte zu einer Horrorfilmreihe, die ich früher sehr, sehr gerne gesehen habe, nämlich Haus der Verdammnis. Und zu diesem Film hat Stephen King das Drehbuch geschrieben und dieses Buch hat er hier in Auftrag gegeben. Das heißt, dass es nicht aus seiner Feder ist, aber hat er halt seine Ideen halt in Auftrag gegeben. Deswegen wollte ich dieses Buch unbedingt lesen. Die Filmreihe dreht sich halt um ein Spukhaus und dieses Buch dreht sich um eine Frau, die mit ihrem Mann zusammen dieses Haus bauen lässt. Sie schreibt zu Anfang, wie sie mit ihrem Mann zusammenkommt, wie sie ihn heiratet, wie sie Ängste und Sorgen und Vorfreude hat, ihn näher kennenzulernen, denn er ist nicht so ganz einfach. Er hat einen Ruf weg, ein Frauenheld zu sein und sehr ausschweifend zu leben und ist auch sehr eifersüchtig und jähzornig. Und es stellt sich nachher auch heraus, dass er nicht so ganz treu bleibt. Sie ist zu Anfang so das Opfer, das Mäuschen, aber sie betet nicht nur zu Gott, sondern auch zu dunklen Mächten. Und ja, dann merkt man irgendwann, wie sie Oberwasser bekommt und wie sie ihren Mann manchmal dann auch überlegen ist. Ja, und die beiden gehen auf Hochzeitsreihe und sammeln dort ganz viele Artefakte und ganz viele Möbel und Teppiche für ihr neues Haus. Das soll riesig groß werden für Rose Red. Und auf diesem Anwesen passieren schon auf der Baustelle ganz komische Vorkommnisse, Unfälle. Und ja, Menschen kommen ums Leben, Menschen verschwinden. Und sie versucht halt nun herauszufinden, wo das Ganze herkommt, ob das, ja, ob der Bereich verflucht ist, das Gebiet, worauf das Haus steht, oder ob das vielleicht mit ihren Gebeten an die dunkle Macht zu tun hat, oder vielleicht mit ihrem Mann, hat er vielleicht auch irgendwelche Machenschaften. Ja, ich bin auch noch nicht, ich bin jetzt etwas über die Hälfte, kann also jetzt nicht unglaublich viel darüber sagen, wie das Ganze ausgeht, würde ich ja sowieso nicht verraten, aber mir gefällt das schon wirklich gut, auch dieser Tagebuchstil. Und es ist mit vielen Bildern und Zeichnungen vervollkommt und es macht diese Atmosphäre echt ganz toll. Gerade wenn man die Filme gesehen hat, ist es irgendwie cool, da diese Vorgeschichte jetzt zu lesen. Ich bin gespannt, wie das ineinander läuft, ob es so irgendwelche Logikfehler gibt oder ob das wirklich gut passt. Und dann werde ich hierzu auch eine Buch- und Filmrezension zusammendrehen, dass ich einmal halt das Buch und die Filme dazu vorstelle. Besonders cool finde ich auch, dass man hier nicht sieht, wer das Ganze geschrieben hat. Hier steht nur Herausgeber Dr. Joyce Reardon. Und das ist halt eine unserer Hauptpersonen aus dem Film. Also man könnte meinen, dass dieses Buch wirklich echt ist, ein echtes Tagebuch, was von einer Doktorin herausgegeben wurde. Und auch eine Internetseite von der Universität ist hier mit drin und auf die kann man raufgehen und ja, ganz coole Details. Deswegen bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ja, das waren sie, meine 7 Bücher, die ich euch in die Kamera halten wollte, vorstellen wollte. Und jetzt, ihr kennt das Spiel, möchte ich euch von euch natürlich gerne wissen, ob ihr diese Bücher schon gelesen habt, wie ihr sie fandet oder ob ihr von den Büchern irgendwas gehört habt. Und ansonsten, was ihr alles so in dem Monat August gelesen habt. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.